So, liebe Cinema 4D-Freunde, es geht weiter mit unserem Projekt, und zwar dem Büroraum. Wir fangen jetzt an, die Fenster und die Tür zu modellieren. Bei den Fenstern greifen wir wieder auf ein altbewährtes Mittel, und zwar das Box-Modeling, kann man schon fast sagen. Also nein, es ist Polygon-Modeling. Und da machen wir einzelne Fenster. Und eines davon muss eine Tür sein. Jetzt habe ich mir überlegt, wir machen mal eine moderne Fensterfront mit in zwei Teilen mit einer kleinen Schiebetür. Und da müssen wir uns jetzt mal Gedanken über die Größe machen. Ich würde sagen, dass auf der linken Seite ein großes Fenster ist, auf der rechten Seite zwei kleine ähnlich große Fenster. Und eines davon ist ein bewegliches Schiebeelement. Das heißt, bei einer Breite, wie wir sie ja hier haben, da können wir nochmal gucken in unseren Fensteraufschnitt, Breite 5 Meter, das steht hier, ja. Würde ich vorschlagen, dass wir einen Bereich haben, der 3 Meter breit wird und einen, der 2 Meter breit wird. Und zwar jeweils eine Schiebetür von 1 Meter, oder? Anders, genau, wir machen es anders, wir machen 2,5 Meter. Dann haben wir 1,25 Meter für beide Elemente. Das sieht ja nicht ganz so eng aus und so klein aus. Das heißt, der geht auf 250, auf die X-Größe, ja, und wird schon mal hierhin verschoben. Und dann zoomen wir da mal rein und bringen den erstmal auf Höhe. Der Ausschnitt von unserem Fenster war 2,25 Meter hoch. Das sollte unser Rahmen in der Grundgröße auch erstmal sein. Also 225 da rein. Und die Tiefe bei einer Wandstärke von 30 cm, denke ich, machen wir daraus vielleicht 10. Ja. Und jetzt bringen wir ihn auf Höhe. Und das ist ja im Prinzip genau das gleiche wie vorher oder wie im anderen, im ersten Tutorial. Und zwar, wir kopieren uns die Zahl, fügen sie auf der Y-Höhe ein und teilen diese durch 2. Und dann haben wir ihn auch in der richtigen Höhe. So, hier soll er dann mal irgendwann rein. Die Breite, die X-Position, die müssen wir jetzt noch austarieren. Und diese kann man auch wieder errechnen. Und zwar in der Mitte sind zu jeder Seite 2,50 Meter. Und von ihm sind zu jeder Seite 2,15 Meter. Also von unserem Würfel jetzt. Ja. 2,15 Meter. Das ist die 1,15 Meter, das ist die Hälfte. Das heißt, meine X-Position ist von dieser Position 1,15 Meter weg oder von der Mittelposition 1,15 Meter weg. Glaube ich zumindest. Habe ich mir jetzt überlegt. Und ich gehe jetzt einfach mal auf minus 1,15. Und schaue mal, ob ich damit einigermaßen richtig liege. Aber so wie es aussieht, tue ich das. Packen jetzt mal hier genau an die Kante und gucken, ob die Kanten alle bündig abschließen. Das tun sie nicht. Und außerdem haben wir uns auch eine Größe verkalkuliert, weil natürlich er die gleiche Höhe haben muss wie unser Fensterausschnitt. Und der Fensterausschnitt ist auf der Y-Höhe. In den Weltkoordinaten auf 1,18,24, 2,74. Dann machen wir den auf 1,20. So. Ja, und diese Höhe kommt auch hier hin. Und dann sind das nicht 1,15, sondern dann müssten das 1,25 sein. Ja, es ist eine Kommazahl, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn es ist einfacher machen, wir gucken uns den Ausschnitt einfach in der gegenüberliegenden Ansicht an. Und es sind 1,25. Ja. Minus 1,25. Und damit ist der Rahmen genau da, wo er sein soll. Ups. Wir haben jetzt die Dicke, wir haben die Position und die anderen Dimensionen festgelegt. Jetzt müssen wir uns nur mal Gedanken darüber machen, wie soll das Fenster aussehen. Wenn das die Rahmenstärke ist, die Grundstärke von dem Rahmen ist, ja, im Verhältnis zur Wand,
dann ist es schon ein recht dicker Rahmen. Vielleicht sollten wir den dann nicht auf 10, sondern auf 5 cm nehmen. So. Und die Schiebetür sollte nach innen aufgehen. Das heißt, dieses Element und das Element, das gegenüberliegende Element, was hier in der Ecke sitzen wird, wird auf derselben Höhe sein. Und die Schiebetür, die kann nach vorne und schräg rein irgendwie. Da müssen wir dann noch einen Führungsknoten machen, aber die klappen dann ja so in die Fensterfront mit rein. Und so haben wir hier auch einen schönen Abschluss. Ja, da kommt dann nochmal eine weitere Fuge drüber oder irgendein Abschlussbrett oder irgendwie sowas oder einen Sturz, eine Abdeckung da unten, da werden wir uns irgendwas überlegen. Vielleicht machen wir auch einen Rost in den Boden. Auf jeden Fall denke ich, kann das so gehen. Die Breite ist in Anbetracht dessen eigentlich auch ganz gut und wir werden dann nicht einen mega aufwendigen Rahmen machen, sondern einen relativ einfachen Rahmen. Erstmal müssen wir das in ein Grundobjekt konvertieren, das machen wir mit, wenn wir, indem wir auf C drücken und gehen in den Polygonbearbeitungsmodus und markieren uns jetzt mal die äußere und die innere Hauptfläche oder die vordere und hintere Hauptfläche und gehen in den Modeling-Abschnitt von Cinema 4D. Und dann werden wir das mal nach innen intrudieren. 3,5 cm ist gut. Das soll ein dezenter, moderner Rahmen sein. Jetzt werden wir den ein bisschen extrudieren, aber nicht viel. Ich denke, 1 soll es denn sein. Soll nur eine Andeutung sein. Dann wird das Ding wieder nach innen intrudiert. Und 3,5 wäre zu viel. Wir machen mal 1,5. So. Und dann wird das Ding wieder nach innen intrudiert. Also minus 1 Meter. So. Jetzt sind wir wieder auf 5 cm. Genau, zwischen den beiden Flächen sind jetzt wieder 5 Zentimeter. So, jetzt kann man zwischen diesen Flächen, werden wir mal abtrennen davon, kann da auch einen Sturz machen. Ich habe das Tool noch nie benutzt, aber ich weiß, dass es irgendwie funktioniert. Diese werde ich jetzt einfach mal abtrennen, diese Fläche. Da bekomme ich dann gleich ein zweites Objekt. So. Jetzt das zweite Objekt hier, das werde ich erstmal deaktivieren. Und schnapp mir wieder mein Würfelobjekt. Markiere wieder meine beiden Flächen. Und mache eine, ich glaube, Brücke. Und genau, dann habe ich auch die inneren Flächen wieder. Funktioniert also tadellos. Ja, und das habe ich da einen richtigen Rahmen. Die Glasscheibe selber ist mir noch nicht genug. Also. Deswegen werde ich nochmal einen Schritt zurückgehen bis zum Abtrennen. Nee, machen wir nicht. Das war schon ganz gut so. Das werdet ihr gleich sehen. So, wir haben ja jetzt hier das Polygon. Ja, und das werden wir gleich noch brauchen. Erstmal kümmern wir uns um das hier. Da werden wir die Fläche unterteilen mit. Beziehungsweise werden wir einfach nach innen intrudieren. Ups, nein. Die Winkelbeschränkung über 90 Grad machen und jetzt nach innen intrudieren, damit die Ecken da oben zusammenbleiben. Und dann werden wir das extrudieren, da werden wir auch die Beschränkung über 90 Grad machen. Und dann bekommen wir hier nochmal so einen Steg da rein. So. Das dürfte als Fensterrahmen eigentlich reichen. Ja. Jetzt schnappen wir uns mal dieses Polygon. Gucken uns das an und haben ja hier unsere Hauptfläche. Wir haben ja das hintere Polygon genommen, das heißt, hier ist es orange und hier ist es blau. Wir werden das jetzt nach hinten extrudieren, in den Minusbereich. Wir machen eine 2 cm Scheibe, also minus 2, und machen Deckflächen aktivieren. So. Ah, nee. Wir machen das lieber nach vorne, dann müssen wir die normalen nicht mehr ausrichten. So. Jetzt, wenn ich mir jetzt diesen Würfel hier angucke und einfach mal alle Polygone selektiere, dann sind auch die Deckflächen okay. Und ich muss jetzt nur noch
die Position von der Scheibe anpassen. Das kann man am besten in der Seitenansicht machen. Ich gehe dazu wieder in den objektbezogenen Bewegungsmodus hier, schalte in meine Seitenansicht und dann muss ich gucken, dass ich die richtige finde. Das ist diese hier. Von rechts. Und dann scrollen wir hier mal rüber. Oh Gott. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Aber man sieht hier schon die Nut, die wir da erstellt haben. Und da kann man die Scheibe jetzt einfach drinne platzieren. Oh. Und damit haben wir auch unsere Glasscheibe da drinne. Das ist ziemlich easy und sieht eigentlich auch ganz gut aus. Wenn wir so eine Vorschaltstellung mal rendern, Ambient Occlusion. Vielleicht nicht ganz so dolle. Die Verteilung auf 80, 80, 64. Das sind so Standardwerte, die ganz gut gehen. 50 und ja, wenn man noch ein bisschen weiter reingeht, berechnen wir das nochmal. Jetzt dauert das natürlich. Aber ich denke, das dürfte gehen. Das wird als Fensterscheibe durchgehen. Oder als Fensterrahmen. Haben auf jeden Fall schöne Bereiche, in denen sich die Schatten fangen können. Jetzt können wir nochmal die Optimierung vornehmen, einem Kantenmodus. Und zwar werden wir jetzt hier mal per Selektion und die Loop-Selektion uns die beiden äußeren Kanten hier schnappen und diese Kante schnappen, damit man da auch eine Naht zwischen den Fenstern sieht. Das Ganze werden wir uns auch für die Außenkante schnappen. Ja. Für den Außenbereich müssen wir das nicht machen, aber wir werden es jetzt einfach mal tun. Und alle diese Kanten werden wir schön hübsch machen. Und diese Kante da drinnen, die lassen wir scharf. So, die ist ziemlich unwichtig. Und das Ganze machen wir mit dem Bevel-Tool. Das ist unter rechte Maustaste, Bevel. Und der Inner Offset, den machen wir auf 0,25. Unterteilung soll es eine sein. Und oder zwei, eine und konvex. Jetzt weisen wir das einfach mal zu. So. Jetzt haben wir hier schöne Ecken und Kanten, wo das Licht sich brechen kann nachher. Und eine schöne Scheibe. So, und das Ganze brauchen wir jetzt im Prinzip nochmal zweimal. Das eine als Schiebetür und das andere als Scheibe. Diese hier können wir getrost so lassen. Ich überlege gerade, ob wir nicht einfach die Punkte schieben und in Position bringen. Ich denke mal, wir werden das rechte Fenster ein bisschen kleiner machen. Das wird wohl ganz gut sein. Wir haben sie ja halbiert, also müssten diese Punkte ja genau bei 2,50 sein. Ja, das heißt, wenn ich mir das Objekt einfach mal kopiere und nochmal einfüge. Jetzt das alte Objekt mal rausnehme, damit ich gleich im Punktebearbeitungsmodus so, wir wollen das kleiner haben. Also gehen wir mal in den Punktemodus. Selektieren alle Punkte hier links oder ja, links. Nur sichtbare deaktivieren. So. Und jetzt wollen wir auf der Position, auf der roten Achse hier oder hier, wollen wir gerne dichter an Rand. Wir wollen es ja kleiner machen. Wir wollen es ja hier rüber haben. So. Vielleicht so in dieser Größe haben. Ja. Damit wir das aber auch nachvollziehen können und wissen, wie groß die nächste Tür sein muss, müssen wir das wieder mathematisch machen. Und wir wissen, dass diese an den Außenpunkten, weil jetzt ist unsere Achse hier auf die Mitte verschoben. Ich müsste die Außenachse haben, damit ich es genau berechnen kann. Aber das ist
alles mathematisch aufgebaut bei Cinema 4D und deswegen auch kein Problem. Wir wissen, das Ding ist 2,50 Meter breit. Wir haben, haben hier überlegt, 1,25 Meter für beide anderen Elemente. Und dann behalten wir wieder 2,50 Meter. Aber ich will die ein bisschen breiter machen, diese Schiebetür. Das heißt also 1,50 Meter und 1 Meter. Das heißt, ich müsste diese hier um 1,50 Meter reduzieren. Dann habe ich hier ein Element, das 1 Meter übrig ist. Also mache ich plus 150, weil es eine negative Zahl ist. Und jetzt habe ich genau das, was ich haben wollte. Zwischen diesen beiden Punkten, also der Punkt müsste jetzt genau auf 1 Meter liegen. Naja, 98 irgendwas, das liegt an der Bevel. Wenn ich jetzt den alleräußersten Punkt hier finden würde, das hat er mich wieder zwischen diesen Punkten hier in der Mitte eine Achse gebildet. Aber wenn ich die alleräußerste Kante hier mir hole, dann ist der Punkt genau auf 1 Meter. Und das ist genau das, was ich haben wollte, nämlich schön ordentliche Maße. Das ist die einzige Art und Weise, wie man ordentlich arbeiten kann. Vorher benennen wir das mal. Als Fensterscheibe groß. Fensterrahmen groß. Fensterrahmen klein. Ups. Alles schön ordentlich. Das dient der Übersicht. So, dieser Fensterrahmen hat jetzt seine Nullachse irgendwo hier hinten. Ja. Ich habe hier ein Plugin, das nennt sich Center Axis. Und jetzt wird sie genau in der Mitte sein. Von diesem Objekt, von dem Fensterrahmen klein. Und der muss jetzt hier rüber. Zack. Und genau hier hin. An die Wand. Und das dürften genau 2 Meter sein. Und dann müsste der genau hier reinpassen. Und das tut er auch. Sieht auch gut aus. So, damit haben wir das auch relativ einfach platziert. Jetzt müssen wir nur noch eine Tür machen. Ja. So macht man sich wenig Arbeit mit dem Kram. Wir müssen natürlich noch eine Fensterscheibe da reinpacken. Aber das ist auch relativ einfach. Das machen wir nämlich genauso wie gerade eben. Wir gehen in den Punktebearbeitungsmodus, schnappen uns die äußeren Punkte von dem Fenster und gehen auf der Exposition plus 150, hatten wir das gesagt? War das 150? Ja, 150. So. Jetzt gehe ich wieder normal. Fensterscheibe groß. Oh. Copy V. Fensterscheibe klein. Wieder in den Punktebearbeitungsmodus. Plus 150. Jetzt haben wir die Achsen wieder am Arsch. Und da habe ich mir, wie gesagt, das Plugin besorgt, Center Axis. Und dann ist das auch gegessen. So, und das muss dann hier rein. Und entsprechend irgendwo hier in die Mitte. Und 200 passt auch wieder hier. So, und damit haben wir beide Fenster fertig. Und können uns das nochmal anschauen, wie weit wir jetzt sind. Im nächsten Schritt werden wir dann die Tür bauen und eine Führungsschiene da unten und bauen dann auch gleich die Tür, die Eingangstür von dem Raum mit. Und soweit sind wir erstmal abgeschlossen, was die Fenster angeht. Wir sehen uns also im nächsten Tutorial wieder. Mal wieder Wünsche, Sorgen, Nöte in die Comments posten und ich werde versuchen, darauf einzugehen, wenn ihr Ideen habt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen.